Hallo und herzlich willkommen zu Satisfactory mit dem langweilig dreinschauenden Genidra. Was ist hier langweilig dreinschauend? Ja, du schaust das so. Ich habe einen Helm ducken? Auf, du weißt gar nicht, wie ich aussehe darunter. Kannst du dich ducken? Keine Ahnung. Nein. Okay, und das sah gerade so aus. Du hast gesagt, du hast Beton in der Tasche. Wir wollten uns überlegen, wohin wir unseren Lift bauen. Wir haben ja hier nicht so extrem viel Platz hier unten. Da ist ein Abhang. Übrigens ist da unten ein Wrack. Oh, um uns herum sind einige Wracks. Ich habe ja die Nüsse gesucht. Carsten hat überlegt, da oben drauf müsste der Lift eigentlich wunderbar passen. Deswegen... Vielleicht. Vielleicht. Schauen wir uns das da drüben jetzt einmal an. Beziehungsweise schauen wir uns nachher einfach mal an, was es so gibt da. Ja, das Problem ist, jetzt musst du dahinter wieder eine Foundation bauen, damit du hochbauen kannst. Nein, nein! Nein. Carsten? Ja? Ich habe ein kleines Problem. Könntest du mir da daneben eine Foundation bauen, da unten? Neben? Weiter unten? Schau mal runter von deiner Rampe. Ich bin runtergeflogen. Ja. Ich sehe schon, was du gemacht hast. Ein kleiner... Oh, Hilfe! Ja! Hilfe kommt, jetzt nicht so. Schaut so cool aus. Warte mal, ich mach das anders. Carsten, brauch keine Hilfe. Oben. Gab da einen Rundweg übrigens. Weißt du, dass wir hier Kalkstein haben? Ja. Sogar ein reines Vorkommen, also ein gutes. Sage mal, wann machst du endlich kaputt? Boom, blink, blink, blink. Ah, jetzt. Ja. Das müsste man komplett zumachen. Dann könnte es sich theoretisch ausgehen, denke ich, ja. Ich hoffe, jetzt versetzen wir hier oben ein paar Platten hin, gut ist. Ja. Ja, wäre halt schön, wenn wir auch zu den Eingängen kommen, weil man kann ja diese Sachen, die man liefern muss. Kein Problem. Ah, okay. So. Na, damit kommt man auch ein bisschen fertig, oder wie? Nein, wir wollten uns ja noch mehr anschauen. Die eine Verbindung habe ich fertig gebaut mit ein bisschen Fluchen im Off. Ich habe hier einfach noch eine Wand durchgezogen, dann Carsten das Leitung neu verlegt, die andere Leitung verlegt und dann ging's. Ich habe einfach so Carstens Leitung abgebaut. Ich hoffe, du hast es wieder adäquat ersetzt. Nein, natürlich nicht. Was denkst du denn? Wo läuft eigentlich jetzt der Beton? Wo ist... Achso, da oben. Ich habe nicht jetzt Limestone und würde den gern loswerden und weiß nicht wo. Tja, musst du da auch gleich hochkraxeln. Ah. Lalilu, nur der Mann im Mond, Schatzo. Da läuft die Leitung. Oh, da oben ist eine Heilpflanze. Danke. Okay. Ja. So. Ich habe mir übrigens eine Verbindung nach oben gebaut, so wie du, also so eine einfach zum Hochfahren. Mhm. Damit kommt man jetzt dann auch ganz nach oben. Also auf unser momentanes Dach. Was ich ursprünglich gedacht hatte für Kraftwerke. Die sind nicht so verdammt riesig, dass die da oben, denke ich, ganz gut wären.
Und bei dem Bauen. Schauen wir mal. Habe ich was entdeckt? Ich muss jetzt nur noch wiederfinden. Es war nicht natürlich zwischen den Videos. Irgendwo hier war was Besonderes. Wo ist es denn? Da. Habe ich irgendeinen Rohstoff? Ah, wieder das Kriterium-Erz. War das hier im Spielstand oder im Stream, wo wir das hatten? Nee, das war hier. Okay. Im Stream hatten wir das Zeug noch nicht. Okay, es war aber keine Quelle. War wieder nur ein einzelner Stein. Wir haben auch eine Quelle in der Nähe. Da ist ja noch was. Haben wir da? Eisenerz. Nur ich habe mir das nicht gemerkt. Wo, weil wenn wir es brauchen, können wir es eh scannen. Ah, wenn wir jetzt rumrennen, sollten wir uns vielleicht 2 oder 3 Beacons mitnehmen, falls wir irgendwas entdecken. Ja, wie gesagt, wenn wir es brauchen, können wir es eh. Naja, nach allem können wir noch nicht scannen. Dazu müssen wir es jetzt erst einmal waschen. Naja, wenn wir es nicht erforscht haben, brauchen wir es auch nicht. Natürlich brauchen wir es dann. Zum Erforschen. Wenn wir es brauchen, können wir es auch scannen. So, ich entmülle mich mal. Also Kettensäge hattest ja nur du bisher. Hast du keinen gemacht? Nö, ich hab noch keine. Ein Kettensägen frei unterwegs. R&D wishes me to tell you these colored petals are useful for 2 things, dating and creating color cartridges. Mandatory reminder that you are under 24/7 surveillance. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 2. Gut. Was ist jetzt hier? Dass wir im Hub Tier 2 jetzt was Neues erforschen können. Ah ja. Ich schmeiß gerade noch die Forschung an, so. Ich habe jetzt diesen kleinen Bildschirm dort reingehört. Was kostet denn eine Kettensäge? Naja, wobei, wenn du eine Kettensäge hast, reicht das ja eigentlich eh. Dann nehme ich einen Scanner mit. Auch wenn wir noch nicht so viel scannen können. Okay. Und ein Beam wollte ich mitnehmen. Signalisator. Oh. Braucht das jeden Dorf von Hund und von nix viel. Okay. So. Die Rolltreppe habe ich fertig. Was für eine Rolltreppe? Na, die hier. Meinst du nach oben, oder was? Mhm. Okay. Schreibst du da noch dran Rolltreppe? Sobald du Schilder entwickelt hast. Okay. Keine Ahnung wie. So, wir wollten uns umschauen. Ja, ich habe jetzt einmal 6 Beacons trotzdem eingesteckt. Ich guck mal in mein Inventar. Hast du noch genug Treibstoff für die Kettensäge? Ja, genug ist relativ. 7 ist irgendwie nicht viel. Ach, das dürfte deine Rolltreppe sein. Okay, dann treffen wir uns bei deiner Rolltreppe, ja? Unten. Da wird es jetzt schon wieder Nacht. Weil wir eine Nachtwanderung machen wollten. Ja, unbedingt. Ich habe einen Miniminer mit, ich habe Beams mit. Ach, du hast einen Miniminer. Ja, einen habe ich. Das ist die 3. Eisenquelle, die ich momentan nicht anzapft habe. Oh. Ich muss vorher noch was machen. Okay. Achso, nimmst du Beton mit? Ja, habe ich bei. Okay. Aber damit wir nicht nachher ein verhängnisvolles Geräusch hören, muss ich mal eben kurz den Sprit auffüllen. Ja, das war nicht so unsere Hoffnung, dass während wir unterwegs sind, die Produktion hier ein bisschen läuft. Du verbrauchst viel zu wenig Strom. Ändere ich nachher dann. Sobald unser Spacelift steht, werde ich das ändern, Carsten. Ist das okay? Sind gerade mal 46 Kilowatt, die du verbrauchst. Nur?
Ja. Okay. Echt wenig. Hätte ich immer gedacht, dass ich mehr brauche. 160 stell ich dir zur Verfügung. Kannst du also noch ein bisschen was bauen. Mach ich. Das da haben wir schon geplündert, oder? Wollten wir das nur plündern? Das Wrack im Wasser. Ach nee, haben wir noch nicht. Da brauchen wir modulare Rahmen. Die haben wir ja mittlerweile. Das könnten wir nachher auch machen. Mhm. Oder nimmst du einen mit? Ja, wenn du schon weg bist, dann nicht. Nein, ich nehme einen mit. Gut, ich habe mir nur gedacht, dass du noch dort stehst. Irgendwo kamen doch hier jede Menge Krempel an. Hier gibt's keinen Krempel. Was für Krempel suchst du? Wer weiß, was uns noch gegnet unterwegs. Ich nehme mal ein bisschen mehr mit. Okay. So, ich glaube, ich bin soweit komplett. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir ab. Tschüss, Basis. Viel sammeln kann ich zwar nicht mehr, aber... das machst du dann. Er hat Zimmerkuchelkabinett mit. Dumm, wie dumm. Hast du einen Flummi verschluckt? Ja, hab ich. Altstein rein. Da wäre der modulare Rahmen. Das ist hier die schwarze Türe. Oh. Was denn? Überraschung. Auf der anderen Seite. Eine Festplatte. Sehr gut. Hast du sie rausgenommen? Ja. Wunderbar. Schau mal, da ist wieder so ein süßes Vögelchen. Ey! Vögelchen in Ruhe. Da gibt es eine Rampe neben deinem Vorkommen, da könnten wir mal hochschauen. Aber ich denke, vom Platz her müsste es reichen für den Spacebahnhof. Heilpflanze. Ich habe Nüsse gefunden. Gut, nimm sie mit. Hast du sie inzwischen entwickelt? Nein, ja, ich habe selber ja auch keine. Ach so. Keine. Nö, ich habe nur abgeschlossen, was abgeschlossen war. Wollen wir da rein? Ja, klar. Okay. Da hinten leuchtet was. Rock in progress. Ja, ich weiß. Sieht aber cool aus. Also gemacht ist schön. Hat leider noch nichts. Da steht eh da. Analyzing this will not give you anything. Also geht noch nicht. Aber auch schon tut es trotzdem toll. Okay, das war schon. War nur so eine Mini-Höhle. Gut. Mhm. Wir haben da auch schon ganz andere gesehen. Meine Frau hat mir gerade eine Donauwelle gebracht. Mhm. Lecker. Mhm. Da haben wir Kupfer. Ein paar Heilbeeren. Da oben ist eine Schnecke. Ich sehe es, aber ich weiß nicht, wie wir da hochkommen. Können wir schauen, ob wir einen Weg hochfinden? Mal da. Ist okay, Kalkstein. Ja, wenn man die Augen offen hält, dann findet man ab und zu auch was, was man abbauen kann. Oh. Uah, das ist ja hoch. Ich hab Bühnenangst. Geht nicht. Aua. Da komm mal hoch. Glaube ich. Ich hab geguckt, ob irgendwo was aufzusammeln war beim Barkasse, ne? Das haben wir, glaube ich, schon alles gesammelt.
Wäre ich gleich beim ersten Mal wahrscheinlich alles eingesammelt haben. Ja. Wirkst. Nee, da kommen wir nicht ganz hoch. Ich glaube schon. Wenn man die richtige Stelle findet, kommt man da bestimmt auch hoch. Da sind wieder diese Giftpflanzen, gell? Ich sehe noch keine. Wirks. Ja, ich spüre sie. Nee, hier kommt man nicht hoch. Da hast du wohl recht. Da ist noch ein Abhang zwischen. Yep. Ja, noch mehr Gift. Ich komme wieder richtig hoch. Balken, die füllen sich übrigens automatisch. Echt? Das geht recht zügig. Mhm. Also die untersten drei meinst du? Ja, genau. Okay. Also so niedrig bin ich Gott sei Dank nicht. Was nicht heißt, dass du nachhelfen musst, ja? ich würde sagen, gehen wir in die Richtung, weil da oben haben wir überall Gift. Upp. Suche nach allem, was irgendwie anders ausschaut. Also eigentlich nach allem. Hi, du Kleiner. Ob man dem in der Motorsäge fällen kann? Nein, kann man nicht, aber du kannst das probieren. Solche Ideen kommt man, wenn man hier spielt. Kann man das Ding fällen? Immer nach unten zu diesen merkwürdigen Knochen da oder zu den. Schaut aus wie Knochengebilde, ich kann mir nicht helfen. Schleim! Schnecke! Kundschaft! Ja, wir brauchen eh noch Panzer. Aua! Mit dem Panzer mit! Ich weiß, dass ich bloß zwei Leben hab, ne? Ja, momentan sieht es noch so aus, als ob die meinen Panzer mitnehmen. Jo. Jetzt hätt's. So, das ist weg. Waren zwei, ne? Hast du beide? Nein, ich hab nur eines. Ach, da oben ist das zweite. Hast du dich da oben festgepackt? Carsten, das habe ich genau gesehen. Das Vieh hat mich nicht getroffen. Jetzt weiß ich nicht, wo es ist. Ich höre es zwar. Was schiebst du auch dein Papierchen dazwischen? Jetzt hörst du es nicht mehr. Hast das erledigt, gut. Yep. So. Warte mal, bist du in der Nähe? Moment bitte. Hm? Hab ich die Dinger denn? Ich habe ganz klar so eine Heilpflanze aufgenommen. Ja, die geben irgendwie nicht immer was. Ja, das Zeug war ja da dran. Oh, egal. Entweder du gibst mir deinen Alien-Panzer oder du kannst es einfach am Boden legen. Deswegen habe ich das gerade mit dem Blümchen ausprobiert. Ja. Gut, da brauchen wir nicht beide im Inventar verstopfen haben. Wird schon wieder hell? Cool. Unsere Nachtwanderung ist vorbei, Carsten. Schau mal, da ist eine Hellpflanze. Da sind sogar zwei. Hi, da drüben ist auch noch einer. Mach ich mir Sorgen, wenn hier so viele Heilpflanzen stehen. Meinst du, es gibt einen Zusammenhang?
Ja. Ist ja schon, wenn so viele Heilpflanzen da waren. Ich höre auch schon wieder was. Ah ja. Ey! Das sind viele. Ich weiß, ich habe auch gerade irgendwie viel in das Leben. Dumm. Dann bleib in Bewegung. Bin dabei. Ich schau mal, wenn ich in deine Richtung gehe. Weiß ich, was du meinst, mit das regeneriert sich relativ schnell. Ja, die ersten drei wirklich. Diese zwei sind immer noch hinter dir. Ich weiß, sie haben mich auch gerade wieder getroffen. Autsch. Mist. Brauchen diesen Xenowäscher. Ich komme zu dir. Nein, kommst du nicht. Doch, ich bin tot. Ach, du auch? Mhm. Ja, komm, dann können wir gemeinsam laufen. Ach, ist das schön. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach auf Ausflug. Was haltest du davon? Ja, es ist eine gute Idee. Ja. Vielleicht hat ja irgendjemand irgendwo Loot verloren. Genau, vielleicht finden wir zufälligerweise Loot. Bin mal gespannt, wie wir unsere Leichen unterscheiden. Ich meine den Loot, der zufälligerweise rumliegt. Ist ja nur gut, dass wir noch nicht weit gekommen sind. Ja, es geht. Jetzt weißt du, warum da so viele Heilpflanzen gestanden haben. Wir müssen diese Schwertchen entwickeln. Ja, das dauert aber noch. Vorher brauchen wir einen Spacehafen. Spaceport. Wir müssten eigentlich gleich da sein. Eine Todeskiste sehe ich da schon. Ist das meine oder deine? Ich guck mal rein. Das ist meine. Das ist ja meiner drin, ist deine. Ja, das heißt, deine ist da oben. Warte, ich lege mal mein Werkzeug wieder in die Hand. So. Da ist dein Loot. So, haben wir das gleiche Problem wie vorher. Wir brauchen Heilpflanzen. Okay. Was sind für blaue Ballons? Keine Ahnung, aber da unten ist wieder so eine Kugel Work in Progress. Und noch mehr von unseren Freunden. Ah, Pilze. Erprobare Pilze? Die blauen Kugeln sind Pilze. Die man abbauen kann? Mit der Kettensäge, klar. Cool. Wobei ich immer noch keine Ahnung habe, was man mit dem Zeug macht. Wie heißt denn das, was du rauskriegst? Das ist das Mycelium. Damit kann man Fiber machen, damit kann man Fallschirme herstellen später. Aber das wissen wir ja noch nicht hier. Das erfahren wir noch. Ich habe gerade zwei von unseren Freunden weggemacht und schaue mich da unten noch ein bisschen um. Aus Fasern kann man bestimmt irgendeine Art von Rüstung herstellen, schätze ich mal. Das weiß ich noch nicht. Ist jetzt geraten. Als verhältnismäßig routinierter Survival-Spieler. Oh. Da gehe ich aber eher vom Chitinpanzer aus, von den Tieren. Dass man was Sinnvolles draus machen können. Aber das werden wir sehen. Ich habe Carsten garantiert schon längst verloren. Irgendwann will ich da runter.
Ich habe schon wieder überzählige Symbole von dir auf dem Radar. Okay. Es dürfte aber dann wirklich dran liegen, dass ich halt hoste. Irgendwo da in dem Gebüsch muss sie sein. Moment. Die rennt im Kreis, die versucht mich zu verwirren. Ah, da ist er. Ja, ich hab dich auch gerade versucht zu finden. Lass mich nicht ansägen, so. Die weißen Bäume schauen auch schön aus. Magst du mal probieren, die zum Sägen? Werden wahrscheinlich Holz geben. Sag ja, Holz und Blätter. Freunde, die man nicht mögen. Danke. So. Wieder ein Panzer mehr. Mittlerweile habe ich 5. Ja, wir brauchen ja noch 8 oder so. Wow. Nee, das zweite Mal forschen, glaube ich, brauchen wir 10 insgesamt, ja. Interessanter. Irgendwo hier in der Nähe sind Heilpflanzen. Hä? Woher weißt du das? Die Scanner in der Hand. Suche nach Beeren. Ja, jetzt sind sie weg. Wird sich schon melden. Ich hab das Bip genau gehört, aber ich weiß. In die Richtung. Ja. Da ist sie. Nicht genug Platz musst du nehmen. Ah, da ist eine. So, wo ist der Carsten? Der hat andere Bären gefunden. Komm mal. Wie schaut's mit deinem Leben aus? Oh, geht so. Okay. Ja, schmeiß von mir aus die Farbe und sowas mal raus. Was für eine Farbe? Hast du gar keine? Diese Blütenblätter. Ja. Das könnte ich mal wegschmeißen, das braucht kein Mensch. Das bräuchten wir auch noch. Hat sie mir das Ding weggepflückt? Ich glaube, stimmt. Nein, habe ich nicht. Niemals. Würde ich nie tun, Carsten. Du Mistkrücke. ich kann dir aber welche geben. Jetzt will ich eine mehr. Ich finde schon welche. Hä? Tja. Ich habe einen Geysir gefunden. Ein Geysir? Ja. Hä? Komm her mal zu mir. Ja, ich bin bei dir. Weiß hier, kann nicht aufgehoben werden. Okay. Ich würde sagen, der ist auch noch nicht so vollständig drinnen. Ja, das gefühle ich auch. Das könnte vielleicht irgendwo mal für ein Wärmekraftwerk sein oder so. Cool, ja. Jetzt bin ich jetzt voll erschrocken, wie ich den das erste Mal gehört habe. Okay, er hat schon wieder Bärchen gefunden. Hm? Wie kommst du drauf? Weil ich dir zugeschaut habe beim Ernten. Das ist so eine hübsche Katze. Da hinten schade, sind vielleicht auch leere Bären dann. Ja. Leider. Na gut, dann nehme ich die vollen. Das ist immer eine gute Idee.
Hinten ist ein ziemlich hoher Berg. Wir müssen unbedingt diese komischen Nüsse finden. Ich weiß. Aber irgendwie scheinen die in der Gegend relativ selten zu sein. Ja. Oder weiterforschen, weil irgendwann kannst du was in Richtung Medizin. Aber das habe ich noch nie gebraucht, weil ich normalerweise immer genug von diesen Bären hatte. Das Kalkstein, okay. Ah, Bären. Schwebende Bären. Ich würde sagen, da haben sie die Texturen verändert und haben vergessen, die Pflanzen nach unten zu setzen. Wird sicher noch kommen. Oh, ich habe auch schon schwebende Steine gefunden. Wir kennen ja das Phänomen. Ja, klar. Ich habe hier Freunde und ich habe einen Scan in einer Hand. Das ist doof. Yep. Soll ich dir helfen, kommen? Schau mal, ob ich irgendwo... Ob du sie los wirst. Genau. Ja, ich habe hier auch Freunde. So. Ich hab hier aber böse Freunde. Hast du irgendeine Möglichkeit gefunden, diese Waffe auf eine Shotcut zu legen? Nein, bisher nicht. Tab, Shift, Linksklick und dann hast du es in der Hand. So mach's ich meistens. Oh, Freunde. Tab, Shift, Linksklick? Ja, na, auf die Waffe. Dann nimmt das automatisch in die Hand. Zumindest mache ich das immer so. Ja, sehr kompliziert. Nein, es ist mir wirklich irgendwie ein Shortcut. Das wäre recht günstig. Ich nehme an, das ist Absicht, dass du wechseln musst. Es kann ja nicht sein, dass es Absicht ist, dass man jedes Mal im Inventar rumhampeln muss. Wechseln finde ich ja okay. hast du schon probiert? Achso, das ist ja nicht bei Q. Haha, okay. Ja, wenn wir noch rausfinden. Ich habe hier auf jeden Fall noch zwei Freunde weggemacht. Also ich glaube, Panzer haben wir bald genug. Ich schmeiß mal die Panzer weg. Du stapelst da hinten Blätter. Ja. Schau dir mal das da an. Sieht interessant aus. So kleines Vögelchen. Kam da irgendwas? Ehrlich? Mhm. Dann komm mal mit und probier das da hinten. Sind nicht auch zwei so Dinger? Ja. Dann ist das Öl. Lass fallen, ich kann es auch nehmen. Wenn du magst. Mein Inventar ist halb leer. Bin ich schon da. Hat Fässer in seinem Inventar. Kein Wunder, dass er keinen Platz hat. Magst du noch irgendwas loswerden? Ich habe wirklich ein halb leeres... Was habe ich in meinem Inventar? Da hast du nicht... Schau her, wenn ich das droppe, dann schaut es so aus. Du hast also Fässer in deinem Inventar. Ja, natürlich. Kein Wunder, dass du keinen Platz hast. Ich habe keinen Platz, weil ich wieder eine halbe Basis mit mir rumschleppe. Das weiß ich. Wie immer halt. Das ist ja ganz normal bei dir. Okay, also haben wir jetzt Rohöl auch gefunden. Kann man sicher auch forschen, oder? Achtung, da unten sind Giftpflanzen. Und ich Freunde. Ich auch, aber ich sehe sie noch nicht. Hm.
Siehst du sie? Nein, ich bin dabei, deinem Symbol zu folgen, was irgendwie um mich rumflippt. Ich hab sie. Okay. Autsch. Verstehen. Achtung, der holt gerade wahrscheinlich Anlauf. So. Ach so. Sekunde. Ja, wie du magst. Wie gesagt, ich wollte nur, dass du weniger... Nee, nimm. Ja. Okay, und dann würde ich sagen, wir sagen hier tschüss, bis zum nächsten Mal. Und machen hier weiter dann, oder? Wir erkunden weiter. Genau. Tschüss.